Herzlich willkommen zum Topcast, dem Podcast des Top-Magazins Dresden aus Sachsen. Mein Name ist Philipp Demankowski. Ich freue mich, Sie begrüßen zu können hier. Wir wollen das jetzt in Zukunft in unregelmäßigen Abständen häufiger machen. Ich treffe mich in Interviews mit interessanten Persönlichkeiten aus der Stadt und aus der Region. Und mit dem Podcast wollen wir Ihnen auch die Möglichkeit geben, dieses Interview auf akustischen Wege nachvollziehen zu können. Ansonsten finden Sie eine kleine, kurze Version des Interviews im Printmagazin und die Langversion jetzt nun hier als Podcast. Zur Premiere freuen wir uns, Frau Viola Klein am Mikrofon begrüßen zu können. Sie ist Unternehmerin, hat 1990 das Unternehmen Saxonia Systems gegründet und ist in Dresden vor allem bekannt als Initiatorin der Hope-Gala, mit der sie jedes Jahr Spenden einsammelt für das Hope Cape Town Projekt in Südafrika. Im Interview haben wir drei Themen besprochen. Zunächst über die Übernahme ihrer Firma Saxonia Systems durch die Carl Zeiss Stiftung. Dann haben wir gesprochen über die Hope-Gala und die Schwierigkeiten, die unter Corona-bedingten Vorzeichen bei der Organisation derzeit bestehen. Und schließlich haben wir über ihre Ernennung zur Honorarkonsulin Finnlands gesprochen, über ihre Aufgaben und warum Finnland eventuell auch vorbildhaft für Deutschland sein kann. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie ihn abonnieren. Und bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal viel Freude beim Gespräch. Wir sitzen hier im Büro von ehemals Saxonia und heute Carl Zeiss Digital Innovation. Mir gegenüber sitzt Frau Klein. Schönen guten Tag, Frau Klein. Schönen guten Tag. Ich freue mich, dass Sie da sind. In diesen Zeiten, glaube ich, am wichtigsten erstmal die Frage, wie es Ihnen geht. Ja, eigentlich gut, ja. Eigentlich, ja, mir geht's gut. Wie weit ist denn Ihr Alltag von der Corona-Krise auch privat und beruflich beeinflusst? Oh, das ist weit weg. Ich bin ja eigentlich sowas wie der Außenminister, ne, des Unternehmens und bin viel unterwegs. Das fällt ja nur alles flach, weil man nirgendwo ein Face-to-Face-Gespräch irgendwo machen kann. Also ich bin seit einigen Wochen in meinem Homeoffice in Berlin und alles findet de facto per Videokonferenz statt. Also schon weit weg. Ist das eine Sache, die Sie sich vormals vorstellen konnten, dass jetzt alles so viel per Videokanal und über Videokanäle funktioniert? Klappt das jetzt besser? Naja, also das hat bei uns noch nie ein Problem gegeben. Wir machen ja vieles von dem schon. Wir sind ja ein digitales Unternehmen. Aber das war mehr an der Softwareentwicklung oder im Management. Wenn die Leute so verteilt agil unterwegs waren, dann hat man diese ja als Methodik dahinter gelegt. Und ich glaube, auch viele haben falsche Vorstellungen, wie das funktioniert. Das ist nicht einfach. Ich richte mir einen Videoarbeitsplatz ein und dann bin ich digital. Also da muss ich schon eine Methodik dahinter geben. Und in der Softwareentwicklung machen wir das seit fast 10 Jahren. Also für die Leute war es keine Umstellung. Für mich hingegen, die also immer mit Menschen im Kontakt ist, war es eine Riesenumstellung. Und da bin ich noch nicht ganz zufrieden und auch noch nicht fertig damit. Es wird doch Zeit, dass das wieder anders wird und man wirklich mit den Menschen wieder in Kontakt kommen kann. Ist das jetzt so langsam auf dem Weg, dass man eine Normalität erreichen kann? Ich habe die ersten Termine tatsächlich wieder, wo wir uns zu zweit treffen oder zu dritt. Also das finde ich schon ganz in Ordnung. Da freue ich mich drauf. Kurz bevor die Corona-Krise losging, wurde bekannt, dass Ihre Firma von der Carl Zeiss AG übernommen wurde. Zeiss Group ist das. Zeiss Group übernommen wurde. Das ist eine Stiftung und die Stiftung ist schon weit über 100 Jahre alt, in Jena gegründet von Carl Zeiss tatsächlich. Und ja, es ist ein Stiftungsunternehmen und deswegen haben wir uns auch entschieden, mit denen gemeinsam unsere Zukunft zu gestalten. Sie haben ja schon vorher lange miteinander zusammengearbeitet. Mit unseren langjährigsten Kunden. Also wir kannten uns auf der Arbeitsebene schon viele Jahre. Und wann wurde die Meldung konkreter oder das Vorhaben konkreter? Also unterschrieben ist es letztes Jahr im November. Und der Eigentumsübergang, wie man so schön sagt, fand am 1. März diesen Jahres statt. Und wir hatten geplant, eine große Veranstaltung mit allen unseren Mitarbeitern aus Deutschland bis nach Ungarn hier in Dresden zu machen. Und die haben wir tatsächlich schon wegen Corona runtergefahren und haben das als virtuelle Veranstaltung gemacht. Und die Dresdner sind zusammengekommen und wir haben die anderen Orte einfach zusammengeschaltet. Also hat man sich dann auf virtuellen Rahmen kennengelernt? Ja, ja.
Wie kam das an? Ungefähr. Naja, das war eine ungewöhnliche Art und Weise. Man muss sich an sowas wahrscheinlich auch gewöhnen. Ne? Was natürlich fehlt, ist gerade dieser zwischenmenschliche Faktor. Ne? Dieses, wo man sagt, da springt ein Funke über. Mhm. Das hat man eben doch. Das Live-Erleben ist ein anderes. Ja. Aber grundsätzlich zur Informationsübertragung und Leute einfach also mit ins Boot holen, ist das völlig in Ordnung. Mhm. Warum war denn der Schritt notwendig? Naja, unser Unternehmen hat eine bestimmte Größe erreicht und auch im Bereich Technologie so weit den Kopf nach vorne rausgestreckt, dass dann natürlich ein Partner, der nicht nur solvent ist, sondern auch in der Technologie mitentwickeln kann, gesucht wurde. Und wir sind von vielen Unternehmen angesprochen worden, und zwar weltweit. Mhm. Und haben uns ganz bewusst für dieses Stiftungsunternehmen entschieden. Nicht nur, weil es ein deutsches Unternehmen ist, sondern auch ein Unternehmen, die von der Werteskala her ähnlich ticken wie wir. Das bedeutet, was sind wichtige Werte? Wichtige Werte für uns sind, dass die Zusammenarbeit, das agile Zusammenarbeit der Menschen wichtig ist. Dass die Methodik der Arbeit sich ähneln. Dass bestimmte Ansichten zur Digitalisierung oder zum Umgang mit modernen Technologien ähnlich sind. Mhm. Dass auch die Zusammenarbeit der Menschen innerhalb des Unternehmens zu dem neuen Mutterunternehmen ähnlich sind. Und das möchte ich einfach mal so sagen, dass es nie darum geht, Hire und Fire zu üben, sondern also Mitarbeiter auch in ihrer Entwicklung so zu unterstützen, dass sie langjährig auch Dienste fürs Unternehmen tun können und für sich selber auch. Mhm. Dazu passt ja, dass kein Mitarbeiter entlassen wurde, dass im Prinzip sich eigentlich nichts geändert hat für die Mitarbeiter? Außer, dass es einen anderen Firmennamen gibt. Im Gegenteil, wir haben sogar im März, April und Mai jetzt neue Mitarbeiter eingestellt. Mhm. Was eigentlich sehr ungewöhnlich ist. Ne? Ja, ja. Hm. Bedeutet dir die Neufirmierung auch eine gewisse Art der Änderung im Dienstleistungsprofil? Oder? Das Geschäftsmodell bleibt das gleiche. Mhm. Wir werden unseren Anteil an Dienstleistungen für die Zeiss Group etwas erhöhen, der so ungefähr bei 50% liegen wird. Okay. Aber alles andere, die Zusammenarbeit mit den anderen Kunden deutschlandweit, Österreich, Schweiz, das bleibt. Kolportiert wurde auch eine Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Dresden? Sehr sogar. Wie sieht die genau aus? Also wir werden hier am Ort, wir sage ich immer noch, ja, die Zeiss Group wird also hier am Ort aus unserem Firmengebäude heraus wachsen. Und zwar ganz gezielt. Wir werden Baumaßnahmen einleiten, wir werden hier einen Innovationshub errichten. Gemeinsam mit der TU Dresden und dann bestimmte Technologien hier im Hause unterstützen und fördern, die also in Richtung der nächsten 10, 15 Jahre gehen soll. Das wird ganz zielgerichtet hier unterstützt. Können Sie da vielleicht einen Einblick geben in Projekte, die da konkret umgesetzt werden das oder gedacht werden? Das werde ich auf keinen Fall, kann ich das schon machen. Und das ist dann auch Aufgabe der Zeiss Group. Da bin ich dann an der Stelle nicht mehr die Ansprechpartnerin. Ja, ja. Aber es sind innovative Projekte und das legt sich ja direkt im Namen auch nieder, der Anspruch, innovative Projekte zu untersuchen. Was ist denn Ihre Rolle in der Firma eigentlich in nächster Zeit? Ich bin im Moment im Aufsichtsrat, solange das noch eine AG ist. Ja. Und werde aber weiter auch der Zeiss Group in beratender Form zur Seite stehen und natürlich auch Ansprechpartner für das Management weiterhin sein, zumindest auch über das Ende des Jahres hinaus. Aber trotzdem bleibt Ihnen ein bisschen mehr Zeit wahrscheinlich für andere Projekte in Richtig. Zukunft. Ja. Sie sind den Dresdnerinnen und Dresdnern ja auch bekannt als Initiatorin der HOP-Gala, die natürlich jetzt auch mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat, wahrscheinlich in diesem Jahr. Was ist denn der konkrete Stand? Na, wie alle Konzertveranstalter ist die Rolle für mich natürlich ganz schwierig. Mhm. Ne? Zum Ersten war ganz allgemein, wir brauchen und werden HOP weiterhin auch unterstützen. Das heißt, unterstützen im Bereich finanzieller Unterstützung. Ja. Also wer sich damit beschäftigt hat, ist in Afrika, Südamerika und in Ostasien derzeit die Hölle los.
Sie können sich vorstellen, dass die Maßnahmen, die zur Eindämmung des Covid-19-Virus geplant sind, in Afrika eine ganz andere Auswirkung haben. Sie müssen sich vorstellen, in den Townships leben, also nehmen wir mal Township Blickisdorp, leben zwischen 60.000 und 80.000 Menschen. Und zwar in den sogenannten kleinen Blechhütten. Das sind, die haben etwa einen Platz zwischen 9 und 12 Quadratmeter und dort wohnen im Schnitt zwischen 3 und 9 Personen. 50 Menschen teilen sich einen Wasserhahn und eine Toilette. Da muss ich zur Hygienerichtlinien überhaupt nichts sagen. Ich muss vielleicht auch gar nicht dazu sagen, dass viele in den Townships Tagelöhner sind. Das heißt, Tagelöhner, die gehen früh arbeiten, um dass die abends was zu essen kaufen können. Die können jetzt gar nicht rausgehen und arbeiten. Hm. Es ist, was derzeit das größte Problem ist in den Townships, ist der Hunger. Und gerade in Blickisdorp haben wir ein sehr aktives Kinderprojekt, wo wir Kinder schulfit machen. Kinder, die noch nie eine Schule gesehen haben oder die keine Verwandten haben, die sich also darum kümmern. Und haben dort eine Therapeutin. Und wir haben 60 Kindern circa dort auch mittags ein Mittagessen zur Verfügung gestellt. Und als dann alle Kindereinrichtungen schließen mussten, haben wir gesagt, das können wir gar nicht machen. Wir müssen die Kinder weiterhin auch unterstützen und haben also für die Kinder ein Mittagessen gekocht. Was ist jetzt passiert? Es sind immer mehr Kinder dazugekommen. Ganz einfach aus dem Grund, die hatten Hunger. Und jetzt ist es soweit, dass wir für über 1000 Kinder jeden Tag ein Mittagessen kochen. Also Stefan Hippler geht jeden Tag einkaufen in den Großmarkt. Das wird dann mit unserem Hubtransporter dahin gebracht. Und wir wählen auch jeden Tag eine andere Route, damit eben dieses Auto nie überfallen wird. Und in die Townships rein begleitet uns dann Polizei. Dort arbeiten Frauen dann dran, aus diesen Produkten ein Mittagessen zu gestalten für die Kinder. Und die Kinder stellen sich in riesenlangen Reihen, 1,50 Meter voneinander entfernt, alle an, ordentlich mit ihrer Schüssel in der Hand und warten darauf, dass sie was zu essen kriegen, dass sie dran sind. Mhm. Eine Schwester geht dann rum und misst bei den Kindern Fieber mit einem kontaktlosen Gerät. Und macht sich notfalls Notizen oder gibt also Bescheid, dass ein Kind vielleicht einen Arzt aufsuchen sollte oder einen Test gemacht werden muss. Und so ernähren wir jeden Tag 1000 Kinder. Es ist irre und es ist wirklich herzbrechend, wenn man also dort diese Bilder anschaut. Sie irre. Stehen in Kontakt sehr eng. Mit den Kollegen? Ja. Sehr eng. Also unsere Oberschwester leitet den Einsatz jeden Tag und ich habe also schon mehrfach Kontakt gehabt. Und wer auf meinem Facebook-Profil guckt, sieht dann auch Fotos, die eben das alles belegen, was ich gerade erzählt habe. Wie können Sie denn unterstützt werden? Ja, ich habe vor Ostern eine große Aktion durchgeführt und habe Spenden eingesammelt, damit wir Lebensmittel kaufen können und die wir ja brauchen, um jeden Tag dort zu kochen für diese Unmengen an Kindern. Und ich hatte 25.000 Euro zusammenbekommen, was wirklich viel Geld ist. Und ich bin jetzt weiter dran zu sammeln. Ich habe auch Zusage von einem Rotarier-Club bekommen und sowas. Also ich bin ganz, ganz dringend auf der Suche nach weiterem Geld, weil wir natürlich die Essensversorgung aufrechterhalten wollen. Das bedeutet für jedes Kind, es kann also sein Schüsselchen voll machen und bekommt ein Sandwich für abends als Abendmahlzeit, einen Apfel dazu und eine kleine Flasche sauberen Wassers. Das sind für uns so die Dinge, das ist blanker Luxus dort und für uns sind dies die Basics-Dinge. Mhm. Also ist schon ergreifend, wenn man das sieht. Inwiefern hat sich der Lockdown noch bemerkbar gemacht oder wie erschwert der die Situation? Ach, ganz einfach, also es gibt Gewaltexzesse. Gewaltexzesse insofern, als dass also Überfälle haben drastisch zugenommen. Kriminalität in den Townships natürlich auch. Ja, warum? Weil ganz einfach, die Leute kommen nie raus aus den Townships, die können sich ja in den Häusern auch nie aufhalten. Mhm. Das ist also gar nicht möglich.
Und ohne Beschäftigung, ohne Arbeit und ohne Möglichkeiten, bestimmte Lebensmittel zu kaufen, ist die Hölle los. Und die Regierung schreibt in Südafrika auch vor, was man kaufen darf, welche Art von Lebensmittel. Also im Moment gibt es keinen Alkohol zu kaufen, keine Zigaretten zu kaufen und bestimmte Dinge. Also da macht sich der Unmut sehr breit. Mhm. Ja, und dann, wie gesagt, die Mängel, die großen Mängel daran, ja, Unterstützungs- oder wie wir das kennen, also Möglichkeiten, wo der Staat also doch unterstützend mit Geld wirkt, sind in Südafrika überhaupt nie vorhanden. Die schaffen das einfach nie. Umso wichtiger, dass es vielleicht irgendeine Art der Hope-Gala geben könnte im Herbst. Ja, wir sind uns sicher, dass bis zum Ende des Jahres wahrscheinlich keine große Veranstaltung stattfinden wird. Und deswegen haben wir schon im Kuratorium vor 2 Wochen gesessen und haben überlegt, was machen wir. Sollte es keine Möglichkeit geben, das Theater, das Schauspiel zu nutzen hier in Dresden für unsere Gala, sind wir dabei und wollen Charity-Dinner veranstalten. Und ich habe aus dem Kuratorium die Zusage von verschiedenen Mitgliedern bekommen, dass die uns also dabei unterstützen, in Dresden, in Berlin, in München so ein Dinner zu machen und dann an solchen Abenden Geld einzusammeln. Es geht uns wirklich darum, dass also kontinuierlich also Geld fließt, dass die Aufgaben, die wir bis zum Jahresende haben, eben wirklich erfüllt werden können. Das sind eine ganze Menge auf der Liste. Da kann man Ihnen nur Glück wünschen bei diesem Vorhaben. Eine weitere Neuigkeit ist Sie betreffend, ist ja Ihre Ernennung zur Honorarkonsulin von Finnland. Von Finnland. Wie kam es denn dazu und wie ist dann Ihre Verbindung zu Finnland? Also zum Ersten ist es so, ich bin schon von einigen anderen Ländern angesprochen worden. Die Honorarkonsule haben eine bestimmte Aufgabe, nämlich in einem bestimmten Teil des gesellschaftlichen Lebens das Land, was sie ernennt, zu unterstützen. Und ich bin von verschiedenen Ländern vorher angesprochen worden. Das war aber nie meins, weil ich entweder die Länder nie ausreichend kannte oder mir die Politik von den Ländern nie so gefällt, dass die also mit mir übereinstimmt. Ich glaube, das Land muss auch zum Konsul passen. Und jetzt kann ich kein Finnisch, aber ich finde, dass Finnland eins der Länder ist, die für mich in Europa am fortschrittlichsten sind. Jetzt gucke ich mir an, was die im Bereich Digitalisierung inzwischen leisten. Damit sind diese ganz weit vorne weltweit. Und dann gucke ich mir an, wie dieses Land geführt wird. Und bei den letzten Wahlen waren die Koalitionsverhandlungen von 4 Parteien geführt worden, deren Vorsitzende allesamt Frauen waren. Fand ich sehr ungewöhnlich. Und dann habe ich mich näher mit dem Land befasst und die Botschafterin hat mich eingeladen in Berlin zum Essen. Und wir hatten wirklich Zeit, ausgiebig über dieses Land zu sprechen. Ich finde das schön, ich war da schon ein paar Mal. Ganz persönlich finde ich das sehr, sehr charmant, dieses Land. Und dann habe ich darüber nachgedacht und ich könnte mir gut vorstellen, das war die Intention der Botschafterin, dass man gerade im Bereich der mittelständischen Unternehmen eine mögliche gute Zusammenarbeit beider Staaten unterstützen kann. Und das wird auch meine Aufgabe sein hier. Ein bisschen Kultur, wo man sagt, das passt. Und die Ökonomie, das heißt, den Mittelstand zu vertreten und zu gucken, wie kann man finnischen Unternehmen vielleicht in Sachsen Möglichkeiten schaffen, dass die hier arbeiten können, dass die vielleicht Partner finden und umgedreht auch sächsischen Unternehmen zu ermöglichen, in Finnland Geschäftspartner zu finden. Soll es denn eine Plattform geben, wo es quasi eine deutsch-finnische Zusammenarbeit institutionalisiert zu finden ist? Da gibt es schon ein bisschen was. Da gibt es schon die Gesellschaft, Deutsch-Finnische Gesellschaft, die schon seit Jahren aktiv ist. Da muss ich mich dann mal umgucken, auch mit den Honorarkonsulen in den alten Bundesländern. Da gab es schon das erste Treffen. Und durch die Corona ist es natürlich ein bisschen was verschoben worden. Ich habe mit dem Honorarkonsul von Hamburg wirklich einen engeren Austausch und ich glaube, da könnten wir viel lernen, wie das hier in Sachsen vorwärts gehen könnte.
Ja, da gucken wir mal. Ja, also man kann viel lernen von Finnland. Ja, die feminine Note in der Politik, darüber wurde viel berichtet und die macht sich auch bemerkbar. Wenn man Umfragen liest, dann ist es auch immer eins der Länder, die im Glücklichkeitsindex mit am weitesten oben. Immer die Nummer eins seit 3 Jahren. Das ist klasse, ne? Ja. Also ich glaube schon, dass die Teilhabe von Männern und Frauen dort ziemlich gut geregelt sind. Mhm. Und dass die Menschen zufriedener sind. Ich glaube auch, das kann ich aber noch nie aus eigenem Erleben sagen, ich muss ja meine Reise jetzt verschieben dahin. Ich werde das also versuchen, dann im Herbst zu machen. Ich glaube auch, dass gerade im Bereich gesellschaftliche Zusammenarbeit oder Sozialisation der Menschen, dass man sich viel angucken kann und vielleicht die guten Sachen auch mal in Deutschland diskutieren sollte. Mhm. Ein Beispiel, was mich total beeindruckt hat, wenn Sie gucken bei Startups, in Deutschland sind etwa 10-11% der Startups weiblich. In Finnland 49%. Also das ist ja ein Riesenunterschied. Ja. Und dann gucken sich Frauen in Führungspositionen an. In Finnland fast 50%. Ohne, dass es eine Quote gibt. Mhm. Also es gibt eine andere Sozialisation und wahrscheinlich liegt dort die Ursache, aber ich weiß es ja nie. Mhm. Also ich würde mir das gerne genauer angucken und einfach auch mal hier in Deutschland darüber sprechen, was können wir davon lernen. Mhm. Das ist vielleicht auch bei uns umsetzbar. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg dabei, bei Ihren Vorhaben im Allgemeinen, also auch was die Hubstiftung und die Gala betrifft und auch bei dem Transformationsprozess hier in der Firma. Ich danke Ihnen vielmals fürs Interview und wünsche Ihnen alles Gute. Danke.